Der Kaiser wird uns führen, geradewegs nach Novigrad. Also ich wäre sehr stolz auf mich, wenn ich das First Try hinbekommen würde. Aber das schaffe ich schon. Die Grafik ist so fucking beautiful. Gleich mal das Quenzzeichen. Ich glaube, das brauchen wir. Und eigentlich müssten wir noch was bekommen von Wiesemir. Eigentlich. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Hä? Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Achtung, er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Ach, dies. Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich habe schon irgendwas geskippt. Eine Armbrust? Nee. Im Kartenspiel. Eine Schaufel. Gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ein Hexer mit einer Armbrust? Räumen wir mit den Traditionen auf? Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Bisschen cool sind's aber auch schon. Okay, nee, ich muss zuerst... Nee, nicht die Fackel, die Armbrust. So. Pass auf jetzt. Sturzflug. Wiesemir? Komm schon, komm näher. Ha, perfekt ausgewichen. Wir müssen ihn halt immer, wenn er auf uns zugeflogen kommt, mit der Armbrust draufhalten. Aua. Los, auf sie! Verdammt, der ist schnell! Wir müssen echt unser ganzes Brot hier aufessen. Wie lange soll ich noch warten? Lass ihn nicht entwischen!
Ah, jetzt müssen wir hinterherlaufen. So, zweite Phase. Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, da musst du erst nachladen. Er muss schon auf mich zufliegen. Jetzt musste er schon wieder nachladen. Ah, das hat geklappt. Mist. Wer will noch mal? Autschi. Ey, first try und full life. Geil. Huh, da freue ich mich aber. Nicht schlecht. Danke. Nicht schlecht. Ah, dankeschön. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Was? Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Okay. Ich fand's total super. Der hatte jetzt keinen Loot, oder wie? Doch. Rohes Fleisch. Okay. Jetzt haben wir ein Greifenmutagen und eine Greifentrophäe. Nett von dem Spiel, dass sie das ausblenden. Und eine Boosterblume. So, jetzt können wir mal in den Charakter reingucken, weil jetzt haben wir ja ein Mutagen. 50 Vitalität. Und ihr seht schon, es ist grün. Und das skaliert, wenn wir hier grüne Sachen reinpacken. Okay. Brauen. Ermöglicht das Herstellen und Konsumieren von Hexertränken. Okay, die ist aber immer aktiv. Ach, das haben wir schon. Erhöht den Überdosis. Das brauchen wir noch nicht. Auf Klingen angewendete Öle brauchen wir irgendwie noch nicht. Verlangsamt die Zeit beim Zielen mit Bomben um weitere 50%. Von Trinken und Bombenschaden? Okay. Das können wir nehmen. Das wird uns nämlich auch was bringen. Da. Und das skaliert mit dem Mutagen. Jetzt haben wir plus 100 Vitalität. Jedes bekannte alchemistische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale Toxizität um 0,5. Achso, die maximale Toxizität, das heißt, also wir können nachher Tränke, wir können ständig Tränke nehmen, die uns vergiften, und es gibt so einen Schellenwert für Vergiftung, weil wir können uns nicht unendlich vergiften, und manche halten davon ziemlich lange, manche halten sogar bis zum nächsten Tod diese Vergiftung.
oder diese Wirkdauer der Tränke, aber die geben auch immer ein Maß an Vergiftung, dass man halt sich nicht komplett mit Tränken overpowern kann, obwohl man dann schon ziemlich powerful ist. Bei eigener Vergiftung über Null wird die Zeit automatisch verlangsamt, wenn der Gegner zu einem Konter ansetzt. Ja, es ist vielleicht, ich nehme mal das. Das ist zwar jetzt noch nicht so wichtig, aber können wir hier einsetzen und dann können wir unsere Vitalität nochmal boosten. Und das ist ganz wichtig, vielleicht, ich habe am Anfang auch immer die roten schneller genommen. Die roten Fertigkeiten zuerst. Aber da hatte ich halt noch kein rotes Mutagen und das war dann gar nicht so wirkungsvoll. So. Bienen! Komm schon, Plätze! Mehr Life zu haben ist natürlich besser. Ich hab's ja doch gehört. Hier irgendwo. Da. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Sorry. Nee, hör auf jetzt. Komm ich denn da ran? So, dann bin ich zufrieden. Und jetzt holen wir uns die Belohnung ab. Und dann können wir noch ein paar Side-Dinger machen. Wie heißt das Gebiet hier? Dieses ganze Gebiet heißt einfach Weißgarten, okay. Genau, weil es geht ja dann bald weiter. Ihr seht schon. Genau, das sind so unsere ersten Stationen, die wir da so abgrasen müssen. Ein Ertrunkener, das finde ich jetzt weniger lustig. Tschüss. Was ist denn hier los? Hier ist ein versteckter Schatz. Okay. Igni haben wir schon ausgerüstet, das ist gut. Schlüssel mit temerischer Lilie. Okay, dann wird hier der Schatz irgendwo sein. Hoffe ich doch. Wir haben den Schatz. Schneller. Da hätten wir jetzt auch schnell reisen hin können, aber... Da hätten wir jetzt auch schnell reisen hin können. Tja. Dim, 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 dim. Aber man kann auch mal einfach ein bisschen so durch die Walachei reiten. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Nein, interessiert mich auch nicht so. Anderlinge. Anderlinge, Sonderlinge, ihr seid doch alle bekloppt. Wir sind alle gleich. Oh. Im Kern. Was zum Teufel ist das? Ein Sack. Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Doch ein Arschloch. Nein. Bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan?
Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet. Wie du mir. Na, das ist ein ganz schönes Arschloch. Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. doof Mann, ich mag dich nicht. Aufhören! Bitte aufhören! Oh, mach Platz! Gerade auf, bitte! Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort die Anderlinge. Aufhören! Bitte aufhören! Ich würde Ihnen jetzt gerne helfen, aber ich finde ihn nicht. Naja, Pech gehabt. Gnade, oh, bitte! Oh. Oh Mann, ey. Grausame Arschlöcher. Komm schon, Plätze. Hast du gut gehört, Plötze. Gut, ihr Arschlöcher, macht's gut. Ja, ja. Naja, war jetzt nicht so doll, fand ich. Tja, ich finde, dafür, dass wir einen Greif getötet haben, hätte man ruhig mal so sagen können, wow. Krass. Krasser Typ. Aber okay, man kann es doch einfach so machen. Indem man einen noch so ein bisschen verarschen will. Ne? Der wollte uns eigentlich noch ein bisschen verarschen, aber Gary ist halt zu cool, um darauf, ne? Der denkt sich so, ach komm, der ist doch viel loster als ich. Plötze? Plötze? Beweg dich! So, Plätze. Das ist ein Zauberpferd. Es gibt ja Menschen, die regen sich tatsächlich ernsthaft über solche Bugs auf. Ich finde, für so ein großes Rollenspiel gehören auch schöne Bugs dazu, wie das. Das macht das doch, das sind doch alles Flow-Momente mit Highlight-Qualität, würde ich das mal so nennen. Das war ein Flow-Moment mit Highlight-Qualität. Falls ihr nicht wisst, was ein Flow-Moment mit Highlight-Qualität ist, das war einer. Okay, dann, Wesemir, so ich dir. Wo ist er denn? Oh, guck mal hier. Crystal Meth. Ach nee, der spielt dieses komische Spiel. Naja. Ach, da ist er ja. Jennifer ist in Wesemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Quest gescheitert? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Das wollte ich nicht, dass da jetzt eine Quest gescheitert ist. Ah, das war eine zeitlich begrenzte. Das wurde ja gesagt, wer der auf dem Schlachtfeld denn gefressen wird von irgendwas. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant. Dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal.
Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Was? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Oh, Xelva, nein, du. Hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Na, die sind hier alle tot. Nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Einsatz, Leute, Einsatz! Bloß nicht den Kopf verlieren. Schon gut, es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht, Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Ich will ihn noch looten! Für mich war das jetzt moralisch kein Problem. Okay. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Schlägerei? Es riecht nach Stachelbeeren. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Och, wie romantisch. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Macht die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören.
Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Naja, Spuren verwischen. Ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vesemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Na gut. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, den ich nicht kenne. Zuerst schon. Aber dann... Was dann? Los jetzt! Die wilde Jagd. Jennifer, wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz. Okay. Einige Mutagene von Monsterkadavern eignen sich für die Herstellung mächtiger Absurde oder sie... Hallo. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Alles klar. Hätte ich jetzt, wäre ich jetzt auch Clevin, überfragt gewesen, ehrlich gesagt. Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Na klar. Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Also, ich... Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle.
Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vizima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Wären wir mal nicht ganz so konkret. Deine Männer sind in der Schlacht gestorben. Das passiert mit Soldaten. Ich sehe, dass ihr Schicksal dich nicht übermäßig berührt. Stimmt, aber ich nehme an, das Schicksal der Leute, deren Land sie eingenommen haben, hat sie auch nicht übermäßig berührt. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Oh. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Hör auf, mich der Herr zu nennen. Ich heiße Gary. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Okay, dann suchen wir uns mal hier irgendwas aus. Okay. Naja, das ist so an den Schultern so komisch betont. Die Rüschen gefallen mir. Das sieht irgendwie aus wie das linke. Ja, das sieht genauso aus wie das linke. Ach nee, guck mal, das hat so eine... Das sieht am coolsten aus. Jetzt muss ich mir das selber anziehen, oder was? Das ist quasi ein Tutorial, wie ich mich ausrüste, oder wie? Aber das sieht doch gut aus. Das sieht auch cool aus. Dann machen wir es. Dann machen wir es so. Na, bist du zufrieden? Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Das Sprichwort ist andersrum, du Dösbaddel. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Teint des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Kann ich. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Halt's Maul. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Hast du meinen Rücken hier sehen, du Dösbaddel? Ich nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Also. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Das ist absurd.
keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Alter, sind die scheiße. Komme er mit mir. Jetzt red doch mal ordentlich mit mir. Komme er mit mir. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwendet. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Oh, ey, wirklich. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Mm. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Hm. Gott, das war früher wirklich so. Guck mal, da stehen sie, die ganzen Dösbaddel. Hallo, Icke. Ingrimi ep art kerser. Deitwen adan in karn ep morwut. Em hier war emreis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Tschüss, ihr Knallerbsen. Jetzt spreche ich mit eurer Oberknallerbse. So viele Monate an Volltestshof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Genau. Erledigt. Brauchst ja nicht so zu gucken, Oberknallerbse. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück. Schön. Und in Gefahr. Mhm. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Also Ciri ist die Tochter von der Oberknallerbse. Von Nilfgaard. Majestät von Nilfgaard. Oberknallerbse. Hat der Herr nicht verstanden?